Achtung! Wie kommt sie denn da gesagt? Sie kann schon lachen. Sie hat recht gehabt. Ich kann nicht recht haben. Ich wollte, dass sie nicht umfliegen. Ja. Ja, das ist nicht nötig. Nötig ist es nicht, aber es hilft. Rechts. Entschuldigung, wissen Sie echt, wo der Lerchensaal ist? Rechts. Ja, das haben Sie ja gesagt. Ich wollte Ihnen nicht sagen, wo Sie durch müssen. Ich will Ihnen helfen finden. Ich habe es gefunden, aber es war niemand da. Wissen Sie echt, wo der Mitarbeiter alles ist? Ja, der ist leider abgesagt. Wir machen jetzt einen Film. Hocken Sie mal ab. Christian? Wenn ich habe gemeint, wir machen das Theater. Ja, wir machen das Theater. Ja, nein, jetzt haben wir so ein Film gemacht. Und ich habe gedacht, wir machen ein Theater an den Mitarbeiteranlass für die Leute. Und jetzt hocken wir das Zweite da in dieser Kirche und es ist niemand da. Und es ist mir dann traurig. Also wirklich, es soll. Wir finden es wirklich traurig, auch wenn ich so blöd tue. Es ist wirklich, wir haben uns das ja auch etwas anders vorgestellt mit dem Mitarbeiteranlass. Wir haben das ja auch nicht so wollen. Wir haben uns noch einiges anders vorgestellt im letzten Jahr. Nein! Oh, das ist jetzt nicht vergeben. Das kann man aber rausschneiden. Da. Aber wir haben uns wirklich einiges anders vorgestellt. Ja. Und wir haben uns mega darauf gefreut, für uns Theater zu machen. Ja. Und jetzt ist es halt nicht so. Jetzt ist es nicht so. Jetzt haben wir halt einen Film gemacht. Jetzt haben wir halt einen Film gemacht. Und wir sind daheim. Und für was war denn der Film gewesen? Ich habe manchmal nur einfach das Gefühl, in all diesen Krisen, in all dem, was mühsam war im letzten Jahr, in all dem, was wo mich persönlich aufwühlt oder wo mir Angst macht oder wo ich nicht verstehe, und das ist, wo ist jetzt die Logik? Oder das würde ich anders machen. In all dem, nicht mehr mögen und einen Anschlag kommen. In all dem haben wir eine riesige Chance, um die Stimme von Gott, wo ich fest überzeugt bin, dass er immer wieder probiert, mit uns zu reden, um die auch zu hören. Weil letztendlich ist es in der Krise so viel einfacher, um das Stimmchen zu hören. Oder der Typ, der einem das Pflasterchen hinhält. Ja, logisch, ja. Es wäre nicht nötig gewesen. Aber es hilft. Aber es ist manchmal ist eben so ein Pflasterli nervt mich wirklich, weil ich das Gefühl habe, es ist so ein Trostpflasterli. Und ich merke, ich möge jetzt nicht ein Trostpflasterli haben. Ich möge nicht ein bisschen EO überkommen oder so, sondern ich will Theater spielen. Und ich merke, dort brauchen wir das Vertrauen, dass eben von Gott nicht einfach Trostpflaster sind, sondern es zu tun hat mit seiner Liebe und er uns will versorgen und sagt, aber es ist gut. Jetzt nimm es doch. Ja, jetzt nimm es doch. Es ist nichts. All das Zeug, all der Mist,
ist nichts im Vergleich mit der Tatsache, dass es einen Gott gibt, der es gut mit uns meint. Mhm. Manchmal, wenn ich Film schaue, bin ich so Heldenfilm, wo so riesige Krisen hat oder einen Krieg oder weiss was, Szenario. Und da hat so die Helden, die so mutig durch die Situation durchgehen, vielleicht umfliegen oder wieder aufstehen. Und manchmal denke ich, oh, wenn ich mal zurückschaue auf diese Krise, ich will mich auch so verhalten. Und ich will nicht zurückschauen und mich selber immer so sehen mit so. Ein schöner oder? Gedanke, ja. Wie wäre ich gerne in einer Krise, so im Rückblick? Und dann checken, wow, das ist eine riesen Chance jetzt. Wir sind ja in einer Krise. Eine riesen Chance. Hey, es ist eine Krisenchance. Ich finde, das ist ein schönes Wort. Wir haben im Moment haben wir eine Krisenchance. Und die Krisenchance, die wollen wir nutzen. Ja. Die wollen wir nutzen, um... ich finde, manchmal dürfen wir auch Mimi machen. Aber im Grossen will ich für meine Kinder und für meine Freunde und für meine Familie will ich da sein und da stehen mit Hoffnung und Mut und Zuversicht. Und einer riesen Portion Humor. Ja. Ich will das Lachen nicht vergessen. Das heißt, es ist jetzt so ernst. Es ist mir wichtig. Ja. Humor. Jetzt wird es aber lustig. Ja. Letztendlich habe ich jetzt den Vater verloren. Findest du noch? Nein, finde ich nicht mehr. Musst du etwas sagen? Also dann sucht doch euren eigenen Vater. Und wir wünschen euch einfach eine Krisenchance. Fröhliche Krisenchance miteinander. Fröhliche Krisenchance. Ja. Und wir freuen uns, wenn wir ein anderes Mal bei euch wieder dürfen sein dürfen. Und können Theater machen. Und können Theater machen. Das war es noch nicht. Ade, miteinander.